1992 haben wir mit ein paar Gesellen zusammen ein Floß gebaut. So ein bisschen größeres Floß mit dem Häusle drauf, mit Betten drin, dem Herd dabei. Denn wir wollten von Regensburg bis ans Schwarze Meer runter auf der Donau fahren. Für uns war das was ganz Ungewohntes, eigentlich jetzt so an einem Fluss gebunden zu sein. Sonst kommt man an eine Kreuzung und sagt, gehen wir links, gehen wir rechts, keine Ahnung, schauen wir mal, gehen wir geradeaus. Und jetzt sind wir da auf der Donau und sind da 6 Wochen runtergefahren. Das war ganz toll, das war spannend, das war ein tolles Erlebnis. Aber irgendwann hat es uns wieder bitzelt, der Stenz hat geschnackelt. Irgendwie, wir wollten nicht mehr auf unserem Floß. Aber doch, auf so einer Floßfahrt hat man viel Zeit zum Nachdenken, zum Sinnieren. Und da ist das nächste Lied entstanden, der große Strom. Wir sind bis Budapest gefahren und da haben wir dann das Floß mit dem schönen Häusle und den Betten und dem Herd einfach standen lassen, haben unseren Charlottenburger wieder packt, unseren Stenz geschnappt und sind dann wieder auf die Landstraße. Weiter geht es mit dem Rohrpost Tätig Podcast, wo ich mit Mattes auf seiner Baustelle gemütlich bei einer oder auch zwei, drei Tassen Tee inklusive Kuchen über seine Zeit auf der Wanderschaft als Tischler gesprochen habe. Stein auf Stein, das große Haus muss bald fertig sein. Mein Auto, das braucht einen Stern, denn ohne Stern fahr ich nicht gern. Was blinkt so weiß auf dem Dach? Ne Schüssel wie ein Teller so flach. Ohne Fernbedienung geht es nicht, ich will ein Leben gemütlich. Wo der große Strom uns hinführt in dieser Zeit. Der Strom ist groß und so breit. Wir schnappen noch nach Luft und treiben in den Fluss. Wie lange noch der Genuss? Kinderzimmer ist zu voll, kein Platz zum Spielen, was das soll. Der Kleiderschrank geht nicht mehr zu, was trage ich heute und welche Schuh? Neue Möbel müssen her, denn die Alten, die verblassen mehr und mehr. Das Leben könnte doch so schön sein, wäre alles, was ich will, nur mein. Nur mein, nur mein, nur mein. Der Strom wird stärker, das Schwimmen fällt uns schwer. Doch es werden täglich mehr und mehr. Wir schwimmen noch, bekommen Luft, sind mit dabei. Der Strom lässt uns nicht mehr frei. Der Strom schwillt an, Getöse mischt sich ein. Im Riesenfluss sind wir so klein. Ein Wasserfall stürzen alle weit hinab. Erwartet uns das nasse Gras. Ruhig fließt der Strom nun friedlich daher. Schwimmen tut keiner mehr.
große Sturm uns hinführt in dieser Zeit. Der Strom ist groß und so breit. Wo der große Strom uns hinführt in dieser Zeit. Der Strom ist ruhig und so weit. So weit. So, dann kommen wir zum zweiten Teil mit dem Interview mit Mattes bei einer leckeren Tasse Tee. Und ich hoffe, ihr habt nicht gehört, wie wir den Tee umgerührt haben, weil das ist eigentlich ganz gefährlich. Man berührt nicht. Ja, der Löffel wird nur in die Tasse gelegt, wenn man dann keinen Durst mehr hat. Das wissen ja viele. Viele Touris nicht, immer wieder schenken die immer nach. Also, solange man eigentlich den Löffel in die Tasse legt, bekommt man immer nachgeschenkt. Ganz wichtig, da war so eine Information. Auf jeden Fall. Und da steige ich auch gleich mit ein. Einfach mal eine Frage, die mir natürlich durch den Kopf liegt. Hast du besondere hier Tradition in solcher Art bei Leuten kennengelernt, wo du sagst, oh gut, dass ich das jetzt mal weiß? Lass mich mal kurz überlegen. Andere Tradition, ja, ich muss da tatsächlich ans Ausland denken. Feste und Tradition. Da gehe ich gleich mal so ein bisschen ins Ausland schon. Ich hatte vorhin so ein bisschen erzählt, dass man im ersten Jahr erstmal im deutschsprachigen Raum sein sollte. Um sich hier zurechtzufinden, um sie einzufinden, um Routine aufzubekommen für sich. Und danach kann man dann Deutschland oder weltweit unterwegs sein, wenn man das möchte. Man muss nicht machen. Ich war auf meinen Reisen 3 Monate lang auch in Nepal und habe dort gearbeitet für ein soziales Projekt, für ein Wasserprojekt und habe dort mit den Locals zusammengelebt, habe auch in einer einfachen Blechhütte gelebt und hatte dort auch so meine Freuden mit den allabendlichen Rattenpartys und ja den Annehmlichkeiten des sehr einfachen Lebens und habe dann in Nepal dann aber auch feststellen dürfen, dass es ein unheimlich fruchtbares Land ist, was die Böden angeht, dass eigentlich so gut wie alles da wächst, was man sich vorstellen kann. Von A wie Ananas über Blumenkohl, Lauch, Zwiebeln, Reis, Tee, Chilis, Paprika, Gurken, Tomaten, Weizen und so weiter und so fort. Und auch das gute Hanf. Gute Cannabis und sie haben, das ist halt das Witzige, darauf will ich eigentlich hinaus, sie haben für alle Obst- und Gemüsesorten, die eigentlich das ganze Jahr über irgendwie erntbar sind, also irgendwas ist immer erntbar, ob es Zitrone oder Pampelmuse ist, alles ist dabei, haben sie einen bestimmten Feiertag im Jahr. Und an diesem Feiertag wird dann ausführlich dieses Obst oder Gemüse gekocht, gegessen, verzehrt, wie auch immer. Und einmal im Jahr ist. Und einmal im Jahr gibt es nämlich auch den Tag des Hanfes, wo jung und alt dann irgendwie sich dem ordentlich hingeben, egal in welchem Alter. Und ich war leider nicht genau zu diesem Zeitpunkt da. Hätte ich auch ganz lustig gefunden, das einfach mal mitzumachen. Ich habe dafür das Kartoffelfest und Blumenkohl und solche Sachen dann miterleben dürfen. Toll, kommt aus Deutschland und Kartoffelfest. Scheiße. Ja, naja. Das ist cool zu wissen. Ja, du bist ja, hier geflogen, nehme ich mal, nicht gelaufen. Oder bist du bei Alter mit der Fähre? Ich meine, es gibt ja nur Unterschiede, auch hier in Deutschland bestimmt zwischen den Städten und Bundesländern, wie weit man oder wie gut man von A nach B kommt.
Ich weiß nicht, ob es hier innerhalb Deutschlands große Unterschiede gibt, also wo du sagst, ja, in Richtung Bayern nehmen sie grundsätzlich keine Anhalter mit. Obwohl das ja generell verboten, glaube ich, ist, Anhalter mitzunehmen. Ne? Die machen die aber, wenn die bei euch denn ja schon eine Ausnahme. Ich meine, das ja, ist verboten. Ja, also ist in vielen anderen Ländern Europas ist es auf jeden Fall verboten. Und ist auch weitaus schwieriger, aber es ja, wird auch toleriert, auch von den Cops wird es toleriert. Und manchmal, wenn man an einer wirklich beschissenen Stelle irgendwo rausgelassen wird, an der Autobahn, auf der Autobahn, dann sammeln sie einen ein und bringen einen zur nächsten Raststätte. Das ist dann tatsächlich auch so. Sie sagen noch du, du, du. Und ja. Aber du bestimmt auch nur, weil ihr Wandergesellen seid, weil ihr Wandergesellen auch hätten sie gleich hingefahren. Genau, genau. Also da habt ihr auch gewisse Privilegien in gewisser Maße. Schon einfach der äußerlichen, dass ihr. Wir haben einen Bonus, so schon in einigen Bereichen. Jeden anderen hätten sie, das hatte ich vorhin so ein bisschen, hatte ich vorhin erzählt, irgendwie Sparkasse nachts pennen oder sowas. Jeden anderen, also manchmal wird man auch irgendwie rausgeschickt, ich hatte es zum Glück nie, ich habe das auch ein paar Mal gemacht oder machen müssen, vielmehr. Aber da haben sie einen dann in Ruhe gelassen, so, ne? Weil mir dann halt in der Situation auch nichts anderes bleibt, als zu sagen, ja, wo soll ich denn hin? So, dann nehmt mich doch mit oder sagt mir was, wo ich anders wohin gehen könnte, dann schlafe ich da, aber ich hab ja hier nichts, ich kenne niemanden, also muss ich ja irgendwo unterkommen. Mhm. Und ist dieser Bonus, gibt es den auch im Ausland? Jetzt, also du bist halt nach Nepal, jetzt kann man ja, du hast ein bisschen umhin gegangen und hast nachgeforscht, wer braucht Hilfe in Nepal jetzt zum Beispiel? Ja, ich habe... Und dann hast du den Bonus gehabt, ja, du bist eh Wandergeselle, dich nehmen wir mit und nicht irgendjemand anders erfragen. Ja, es war so, ich habe mich dann halt bei einer sozialen Organisation beworben und... das sind halt immer Einsätze für mindestens 3 Monate und ja, ich konnte das Land nicht wählen oder das Gebiet nicht wählen. Ich hätte eigentlich fast erst, wäre ich in den Kongo gegangen, was aber, glaube ich, für mich auch nicht ganz einfach gewesen wäre, weil ich meine 3 Worte Französisch zu dem Zeitpunkt einfach auch, ja, das hätte ich auf dem Papier irgendwie zusammengeschrieben und mehr weiter wenig gekommen. So, naja, egal, auf jeden Fall bin ich nicht hingegangen. Hat sich aufgrund der politischen Situation einfach auch so ergeben, weil da gerade Wahlen waren und es wirklich brandgefährlich wurde und auch die US-amerikanische Botschaft Anfang Oktober ihre Sachen gepackt hat und gesagt hat, wir machen da dicht. Und ich im Ende November hätte hingehen müssen. Und irgendwie Anfang Dezember wären die Wahlen gewesen irgendwie. Und das war einfach zu heikel, die Situation. Weil im September schon Journalisten auf offener Straße erschossen wurden und so. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist einfach schwierig, da ein Projekt aufzubauen, was nachhaltig langfristig ist. Woanders hat das diese Organisation gemacht. Die sind in den Irak gegangen. Hat da oder geht halt immer wieder auch bewusst in Gebiete rein, wo eigentlich keiner mehr hin will, um den Locals und der Bevölkerung zu helfen, dort strukturelle Sachen aufzubauen, was ich prinzipiell sehr gut finde. So. Also das waren ja auch deine Ambitionen speziell, wo sonst keiner hin will, da will ich jetzt aber nochmal machen. Genau, das ist halt so das Ziel heißt, dieser Organisation, auf kleiner Basis mit den Locals zusammen Dinge zum Bauen, wo sie auch wirklich was von haben, also Schulen oder Häuser. Und speziell auch mit denen, nicht für die, weil für die klingt aber so bevormundet. Wer nicht ein, wo ich baue, ich meine Schule, hilft viel Spaß dabei, sondern deren Bedürfnisse auch berücksichtigen. Genau, also in dem Projekt war es halt so, wir, ein Wasserprojekt, hatten einen engen Austausch mit den Dorfräten, also es waren mehrere Dörfer, die von dem Wasserprojekt profitieren. Und ja, wir standen halt in engem Austausch mit den Leuten und haben wir waren einmal zu dem Zeitpunkt in dem Projekt eine italienische Bauingenieurin, die gerade von der Uni kam, und ich.
und an sich einen Teamleiter, der aber nur kurz da war und dann wieder für ein anderes Projekt unterwegs war. Und dann halt 6 oder 7 Arbeiter, die wir halt dann angestellt hatten, plus jeden Tag, wenn wir das brauchten, eine Reserve von bis zu 25 Leute, jeweils 5 Leute aus einem Dorf, immer wieder durchwechselnd, ja, an Personen, wenn es irgendwie einfach darum ging, okay, wir müssen jetzt hier Sand von A nach B schaffen, auch über einen, ja, einen Berg rauf oder einen Berg vielmehr auch runter, ja, das konnten wir, wir konnten dann tatsächlich so viele Leute mobilisieren und das war schon echt super. Also richtig mit denen, also handwerklich auch mit denen. Absolut, gearbeitet. Absolut, absolut. Das finde ich auch, also von mir aus wichtig, weil sonst sieht das immer so aus, ich stelle euch das hier hin, ne, ihr das neue Haus, ihr müsst das Gerät oder die, was gebaut wird, auch betreiben und erhalten. Genau, genau, genau. Nee, es ist mit denen gemacht worden und das war dann halt der Ansatz auch von der Organisation, wie gesagt, auf Augenhöhe auch zu leben, was ich, wie gesagt, total positiv finde, dass man sich nicht irgendwo abkapselt in irgendeinem Hotel und dann irgendwie immer nur mal alle 3 Tage rausfährt, um sich dann anzuschauen, wie läuft das Ganze, sondern dass man wirklich mit dabei ist. Ich habe von Nepal nicht wirklich viel gesehen, außer den Strecken zwischen der Hauptstadt und dem Projekt, was dann halt immer 3 Stunden waren mit dem Auto, weiß jetzt, weiß nicht, 70, 80 Kilometer nur waren, weil die Straßen sind halt einfach nicht gut. Und ja, es war halt schon klar, dass wir trotz alledem dann halt irgendwie diejenigen waren, die das ganze Projekt dann hatten, aber es wurde am Anfang ein Vertrag mit den Leuten aus dem Dorf gemacht, wo auch drin stand, okay, ihr müsst erstmal Sachen vorbereiten, damit das Projekt überhaupt laufen kann. Und erst wenn ihr sagt, okay, ihr habt das soweit vorbereitet, dann fangen wir als Projekt aus Deutschland dann irgendwie an, mit euch dann da zusammenzuarbeiten, um einfach auch ein Gefühl von Selbstbeteiligung und Verpflichtung auch mit einzuarbeiten. So. Was halt der andere Part ist, denn ja, das kennt man hier tatsächlich auch ja, dass wenn Leute halt etwas geschenkt bekommen, dass es dann halt auch auf der anderen Seite schnell dahin gehen kann, dass es nicht so wertgeschätzt wird. Mhm. So, ne? Und sobald halt so ein Selbstbeteiligungsding mit drin ist, ja, hat man auch einen anderen Stand dazu, so fühlt sich dafür anders verantwortlich. Jo, genau. Ja, Projektleitung hieß halt für mich oder für uns beide, die wir es dann beide auch das erste Mal gemacht hatten, die Planung machen, Organisation der Baustoffe, Organisation von Leuten, Leute ja, anleiten, bezahlen, Berichte schreiben, Rechnung schreiben fürs Finanzamt, Sachen verwalten, was dann einfach auch dazu geführt hat, dass ich eigentlich 2 Monate durchgearbeitet habe. Und wenn Sonntag mal da war, dann war halt irgendwie, dann war meist ein halber Sonntag irgendwie so für ein bisschen zum Runterkommen. Ja, war eine tolle Zeit, wirklich auch ein tolles Land, echt unheimlich ja, strong, also zäh Leute, die mit, ja, wie soll ich sagen, viel Ausdauer, ihre Lebenssituation sich da durchbeißen so und mit, ja, in Flipflops irgendwo Strecken zurücklegen, die manch einer nicht mal mit guten Bergschuhen schafft. Mit 50 Kilogramm Lasten auf dem Rücken und dann ja ohne sich großartig irgendwo eine Pause zu gönnen, so, was schon sehr beeindruckend war. So, also wir haben alle zusammen genauso gearbeitet,
Aber da habe ich schon echt, habe ich schon einen großen Respekt so irgendwie einfach auch gemerkt, so, dass die Leute, ja, anders mit vielen Dingen irgendwie umgehen. So, Arbeitszeit ist eine Sache, Zeit ist keine Frage, man hat einfach auch Zeit. Material kostet viel. Das ist so das, was auch ein ganz anderes Arbeiten irgendwie ist. Das heißt dann halt, dass es nicht darum geht, dass jetzt irgendwie was direkt irgendwie fertig wird oder dass man sich da irgendwie direkt drauf setzen kann, sondern es kann zwischendurch halt auch sein, dass der LKW mit Sand, dass der einfach echt irgendwie, er war am Mittag angesagt, dass er irgendwie dann kommen solle und vielleicht kommt er am Abend, vielleicht auch erst am nächsten Tag so, weil irgendwie noch was dazwischen gekommen ist oder weil man irgendwann nochmal schnacken musste mit irgendwie einem Verwandten oder erst einen Verwandten noch von A nach B bringen musste oder wie auch immer so. Ne? Und ja, es ist halt eine andere Herangehensweise. Spannend. Entspannteres ja. Arbeiten gewissermaßen noch wieder. Aber wenn, dann wird er reingeklotzt, aber dann kann zwischenzeitlich mal 2 Tage Pause sein, weil ja was fehlt. Ja, ja. Ja, also man konnte es bei einigen Dingen nicht ganz absehen, so, und musste halt immer wieder sehr viel improvisieren und irgendwie damit rechnen, dass es halt nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat, aber gut, wenn man dann da irgendwie so ein, kommt dann da auch so rein, so, dass man so ein bisschen, ja, flexibel dann da irgendwie wird, so, und wir sind halt sehr auf unsere Maschinen bedacht und, stehen halt so ein bisschen dann da, wenn es dann irgendwie alles nur von Hand weitergeht, so, ne? Ja, ich glaube das auch. Und hier ist vieles in so gesteckten Rahmen eingebunden, ja, wenn man das ja die Unterschiede so raushört halt. Ja, ne? Ja. Bis dann soll das fertig sein, das klappt meistens ja auch nicht, zumindest bei ganz großen Projekten. Ne? Ja, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche Flughäfen baut oder ne, Bahnhöfe oder was weiß ich. Gibt's, ich glaube, der öfters mal vor. Ja, du warst ja aber nicht nur in Nepal. Du warst denn ja auch zum Beispiel in Italien, glaube ich, auch für Sea-Watch, ne? Genau. Oder wie war das da? Oder bist du mit gefahren oder warst du nur nee, ich war in Anführungsstrichen nur zur Werftzeit da. War das interessant, um das nochmal, ich will das nochmal zwischenwerfen, weil wir haben ein Foto gesehen, wir hatten Bekannte aus Oldenburg, in diesem Dings auch, die war auch liebe, liebe Grüße nach Moje. Und zwar haben wir über ihn ein Foto gesehen. Und Gruppenfoto hat er zugeschickt. Und da haben wir dann gedacht, zu Hause, es gibt noch mehr, die wir kennen. Und haben das dann immer rangesucht. Es wurde immer grob pixeliger auf dem Laptop. Und dann hatten wir Amadeus da auf einmal. Den kennen wir doch auch. Früher Wilhelmshaven, mittlerweile ja in Schleswig-Holstein beheimatet. Und Anna, ist das nicht Mathis? Und da hatten wir den Rückfrage. Und dann kam ja raus, dass ihr drei Öder irgendwie untereinander und dann, wo kommt ihr weg und kennt ihr den und den? Und da kam zumindest raus, dass 3 unterschiedliche Personen, die sie vorher so nicht kannten, aber alle mit uns punkrockmäßig verwandt sind, sozusagen. Das war so die Anekdote. Ja, du warst auf der Sea-Watch zur Werfzeit schon. Genau, eine, ja, wundert sich doch, wie klein dann manchmal die Welt ist und freut sich dann halt auch irgendwie über Netzwerke, wo man Leute kennt und wo man anknüpfen kann und so. Genau, nee, ich war auf der Sea-Watch 3 letzte Weihnachten, kurz vor Weihnachten. Ja, das Schiff lag schon ein gutes halbes Jahr an der Kette, ist von den italienischen Behörden beschlagnahmt oder ja, es gab keine Freigabe zur Ausfahrt. Und just in dem Moment, wo ich dann auf den 18. Dezember dort unten angekommen bin, hieß es dann, dass das Schiff frei sei. Es hatte auch so schnell niemand mehr damit gerechnet, dass wir irgendwie, dass das Schiff freikommt. Und sie hatten Anfang Dezember angefangen, zu sagen, okay, wir kommen ja wahrscheinlich dieses Jahr eh nicht mehr weg, also fangen wir mal an, das Boot wieder zu sanieren an einigen Punkten. Und ja,
ich bin halt dann so lange an Bord geblieben, also ich hatte mich darauf eingestellt, dass ich mindestens irgendwie einen Monat da bin, woraus dann halt nichts mehr wurde, weil dann gesagt wurde, naja, wir sehen zu, dass wir um die Weihnachtszeit herum anderen Leuten, also allen Geflüchteten, die sich halt irgendwie auf den Weg machen, ein riesen Weihnachtsgeschenk machen, indem wir sie aus dem Mittelmeer auffischen und nach Europa bringen, in einen sicheren Hafen. Und gut, diesen Gedanken konnte ich absolut nachvollziehen und ja, gut, fand das dann halt auch richtig und dann haben sich halt meine Pläne etwas geändert. Nee, ich war dort insgesamt 10 Tage an Deck und ja, bin dann halt runter, als das Schiff ausgelaufen ist. Ja, war, habe halt auch gesehen, dass, ja, unter welchen Bedingungen halt so eine Rettung von Geflüchteten halt irgendwie stattfindet, weil dann die Ergebnisse oder die Berichte, nachdem sie rausgefahren sind, auch so waren, dass es schon ein Einsatz von Leib und Seele dann irgendwie bedeutet und das ziemlich an die Substanz gehen kann. Als es dann hieß, dass irgendwie ein erstmal Sturm war und ja, sie dann halt irgendwie tagelang irgendwo alle ziemlich am Göbeln waren und halt so, dass das Ganze unmanövrierunfähig war. Oder was heißt manövrierunfähig? Es war auf jeden Fall so, dass kurzzeitig darüber nachgedacht wurde, ob sie den Einsatz abbrechen müssen, weil halt über 20 Leute von 26 Leuten halt irgendwie nicht so klar bei Kopf waren, dass sie auch gut mit der Mission irgendwie, dass das gut gelaufen wäre. Aber sie haben es weitergemacht und haben nachher 119 Leute retten können. Zeitgleich steigt halt auch immer noch ein Flugzeug auf, was halt erstmal die Erkundung macht und Boote irgendwo ortet und ja, auch sich darauf verlässt oder verlassen muss manchmal, dass Funksprüche irgendwie von der libyschen Küste kommen. Und ein Fischer hatte einen Funkspruch zu spät abgesetzt, erst als er wieder am Hafen war, dass er ein Boot gesehen hätte, 6 Stunden später. Und dann ist halt das Flugzeug aufgestiegen und sie haben versucht, das Boot noch zu finden. Das Boot haben sie nicht gefunden und am nächsten Tag wurden 65 Leichen in Libyen am Strand angespült. Das war halt dann ein Teil. Anderer Teil war, dass ein Boot zwar gesichtet wurde, aber von der libyschen Küstenwache zurückgedrängt wurde. Ja, und ein anderer Teil, dass dann tatsächlich dann noch mehrere Boote rausgefahren sind und 119 Leute gerettet wurden. So. Und das ist dann natürlich schon beeindruckend, so an so einer, so etwas dann auch, ja, kurz davor dann irgendwie noch auf dem Schiff gewesen zu sein. So, ne? Ja, genau. Wobei ich für mich, keine Frage, es ist leider sehr wichtig, dass es das gibt. Es wäre viel besser, wenn es einfach sichere Fährverbindungen geben würde für Leute, die hier arbeiten gehen könnten oder die Möglichkeit hätten, hier eine Ausbildung zu machen oder hier studieren gehen könnten, je nachdem, oder halt in Programmen drinstecken könnten, ohne Residenzpflicht. Und dann für sich selber entscheiden könnten, ob sie nach Hause gehen möchten, wenn sie das wollen würden. Das wäre um einiges besser. Also es würde die Situation auch nachfolgend, wenn Leute, wenn es irgendwann dazu kommt, dass sie hier abgeschoben werden, dass sie traumatisiert in die Länder zurückkommen und dort auch keinen Wert mehr haben, weil sie selber so mit sich beschäftigt sind, dass sie nicht mehr die Person waren, die sie früher mal waren und auch nicht mehr arbeiten gehen können. Und das ist das, was diese Länder jetzt auch, sagen wir mal,
60 Jahre nach dem, oder in Zeiten des Postkolonialismus noch irgendwie so krass auch wieder an die Kette legt, weil eine Jugend, die losgezogen ist, um ihr Glück woanders zu suchen und mit Ideen und Hoffnungen irgendwo hierher kam, so vor den Kopf gestoßen wurde und zerstört wurde. So, was dann nachhaltig einfach dafür sorgt, dass diese Länder klein gehalten werden. So, das war wieder mal die Erkenntnis halt daraus. So, die sich ja, du bist ja auch nicht nur denn nach Italien, du warst ja auch im in Nigeria. Nigeria, genau. Ja. Wie ist das da bei den Leuten? Also du hast ja auch Aufbauhilfe gemacht. Wie sie, die Leute würden ja wahrscheinlich auch gerne, oder wie hast du Erfahrung, gerne nach Europa kommen, studieren, lernen und so weiter, um nach Hause zu gehen und sagen, so, wir machen den ganzen Kram aber selber, wir brauchen keine Hilfe von außerhalb. Ja. Oder hast du sowas auch da wahrgenommen, auch direkt von den Leuten vor Ort? Ja, also es war halt so, dass ein großer Wunsch da war, irgendwo nach Europa zu kommen, der mit Sicherheit auch berechtigt ist, weil es ja hier andere Lebensbedingungen gibt mit einem vernünftigen Gesundheits- und Krankensystem und auch einem Rentensystem. Alles Sachen, die halt ja dort in den Ländern überhaupt nicht vorhanden sind. Und ansonsten diversen Annehmlichkeiten, wo man sich hier einfach dran gewöhnt hat. Ja, das ist absolut nachvollziehbar, dass sich die Leute auf den Weg machen wollen. Das war eigentlich für mich, also ich habe einen Monat dort verbracht, habe dort einen Spielplatz an einer Förderschule mitgebaut mit anderen Leuten aus Deutschland. Das war halt auch wieder ein anderes soziales Projekt. Und bin dann noch 2 Wochen in einem Heim gewesen, wo Kinder leben, deren Eltern an HIV gestorben sind. Und habe für die dann halt auch nochmal 2 Wochen lang was gebaut. Und konnte dadurch dann auch in die Kultur eintauchen und auf den Märkten unterwegs sein. Und es war nicht der Gedanke daran, dass ich irgendwie entführt werden könnte. Es war nicht der Gedanke an Malaria, es war nicht der Gedanke an HIV, es war nicht der Gedanke irgendwie an den tödlichen Straßenverkehr oder sowas. Sondern es war, also das, wo ich echt ganz schön mit zu tun hatte, waren halt immer wieder die Gespräche mit Nigerianern und Nigerianerinnen, die dann halt gesagt haben, hey, du bist aus Deutschland, sag mal, nimm mich doch mit, so, ich will da einfach nur nach Deutschland und will eine Frau kennenlernen, ein bisschen arbeiten, Geld verdienen und irgendwann kommt dann wieder zurück nach Nigeria. Und ihnen dann halt so sagen zu müssen, ja, sorry, Dude, das geht so einfach leider nicht. Selbst wenn ich das machen würde, würdest du in Deutschland wahrscheinlich keine Arbeit finden, also keine Arbeitsgenehmigung bekommen. Müsstest dich damit auseinandersetzen, dass du rassistischen Angriffen ausgesetzt bist, dass sich Leute irgendwie beleidigen oder diskriminieren oder runtermachen, dass es an sich erstmal kalt ist, häufig menschlich kalt, aber halt auch vom Wetter her, und dass das, selbst wenn du hier unten Tischler bist, dass du mit den Techniken, mit einer Handsäge und einem Stemmeisen hier super gut einen Stuhl herstellen kannst, aber das leider seit 40 Jahren irgendwie von einer Maschine gemacht wird in Deutschland oder an Maschinen viel mehr Stühle hergestellt werden. So, und das ist, ich konnte das dann halt, weil ja auch häufig das im Raum stand, dass ich halt, oder es hätte ja auch sein können, dass ich einfach denen irgendwie erzähle, bleibt hier, weil sie nicht haben wollte, aber ich habe mir dann halt Fotos im Vorfeld gemacht von einer deutschen Tischlerei und konnte halt Fotos davon zeigen. Und ja, da habe ich dann mal ein etwas mehr, ja, ein
ein bisschen mehr Verständnis irgendwie dafür dann bekommen, als sie es gesagt haben, neben dem, dass ich dann erzählt habe, dass die Mieten einfach hier schweineteuer sind und dass das Geld hier halt auch nicht an Bäumen wächst. Aber ja, es, genau, dieser Umstand, den Leuten dann halt auch einfach irgendwie das Gefühl zu nehmen, dass es, sobald sie sich auf den Weg machen, alles besser werden wird, neben dem, was sie wahrscheinlich in irgendwelchen Lagern vor sich hin vegetieren werden, jahrelang, und auf ihren Abschiebebescheid warten müssen. Ja, es ist einfach echt schwierig, und es ist das Einzige, was ich ihnen halt sagen konnte, war irgendwie, dass sie vor Ort sich eine bessere Situation schaffen müssen, so, dass sie ja auch gucken müssen, dass das selber, was natürlich halt auch, und das war mir halt von vornherein auch klar, aus einer Perspektive gesagt wird, von einem weißen, europäischen Menschen mit Reisepass, der irgendwie eine Ausbildung gemacht hat, dass das natürlich sehr viel verlangt ist, wenn ich halt sage, werdet selber irgendwo, versucht selber nicht auch so korrupt zu sein. Also das System der Korruption ist halt auch ein ganz großes Ding, irgendwo jemandem anders dann nochmal irgendwie was zu nehmen, sondern seid irgendwie fair zueinander, haltet transparent. Wie gesagt, es ist ein hoher Anspruch, und das war aber das, was baut hier euch selber was auf, und habt etwas, woran ihr dann auch selber hier sein könnt, und versucht unabhängig zu sein, versucht unabhängig davon zu werden, was Europa macht. So, erst dann kommt ihr weiter, denn Europa ist eine verdammte Krake, so, die einfach, ja, selbst wenn sie euch reinlässt, euch nur zum Arbeiten ausbeutet, wenn man irgendwie nach Südspanien guckt, auf die Obst- und Gemüsefelder dort, wie viele Leute dort an Pestiziden verrecken, und es kriegt niemand mit, und wir schmeißen unsere Lebensmittel halt in die Tonne, weil sie halt so günstig sind und weil ja es halt eh niemand interessiert, wie die Bedingungen dafür sind, so, ne? Oder diverses weitere so. Und das war halt so mein Resümee. Baut euch hier was vor Ort auf, das ist das, und sorgt für eure Familien. Und das war halt so etwas, wo ich mir dachte, okay, das kann man einfach auch nur durch eine ja weitreichende Ausbildung und auch erstmal eine weiterführende Bildung, also Aufbau von Schulen und Handwerkszentren, ist eigentlich ein Punkt, wo die Leute, also es gibt so etwas wie Handwerksausbildung, gibt es schon, ja, dass man ein Lehrgeld bezahlt bei einem Meister oder Lehrer, der einen dann halt aufnimmt. Aber dass es ein einheitliches System gibt, auch für alle Leute, die dorthin kommen können und eine Lehre machen können, das gibt es dort nicht. Und das wäre zum Beispiel ein Punkt, um auch auf kleiner Ebene bei den Leuten in der Bevölkerung was zu bewirken, weil sie dadurch eine Form von Selbstständigkeit gewinnen. Müsst natürlich jeder auch die Materialien haben. Ich glaube, wir haben vor ein paar Wochen schon mal gesprochen, wo du dann auch meintest, denke ich jetzt auch daran, du musst ja dann auch ja, das neben dem Wissen, Know-how im Kopf, ja halt auch, wenn du keinen Schraubenschlüssel hast, kannst du nichts so bauen, ohne dass es gleich nach einem Jahr wieder zusammenfällt oder beim nächsten Sturm. Ja, aber das muss ich auch sagen, was ich unheimlich beeindruckend fand und nach wie vor finde, ist ja auch das Improvisationstalent von ja, vielen Leuten, denen ich dort begegnet bin. Und klar, es sind mit Sicherheit nicht immer alle Materialien zur Verfügung, aber ja, ich glaube, es ist dann auch irgendwie daran dann zu gucken, was braucht man dann halt wirklich, und dort ja ist halt das Handwerk, was wir hier als Handwerk bezeichnen, auch wirklich mit der Hand sehr viel mehr verbunden. So, und ich würde mir für mich einen weiteren Austausch, also von Bildung und Ausbildung
ja, in den Bereichen des Handwerkes wünschen, also wo man einfach sagt, okay, ich bringe aus Deutschland das Know-how der Maschinen mit und nehme aber dort auch mit, wie man bestimmte Techniken einsetzt, um dort Haus oder Möbel zu bauen oder sowas. Ne? Also wenn, dann wäre für mich zum Beispiel ein Wissensaustausch interessant, auf Augenhöhe, weil ich glaube, ich kann auch sehr viel von den Leuten lernen. So. Ein Beispiel davon ist das, was mir diejenige erzählt hat, die übrigens aus Deutschland kommt und dieses Waisenhaus eröffnet hat, war, dass sie einmal eine, sie hat sich eine Küche von einem örtlichen Tischler machen lassen und dieser Tischler brauchte für irgendeine Blende in einer bestimmten Farbe, Spanplatte, Kunststoff beschichtet, hatte er, der Händler, bei dem der Tischler das Zeug dann eingekauft hat, hatte das dann nicht mehr da und hatte nur noch die Folie und die Spanplatte. Und dann hat er sich halt überlegt, okay, ich kann das ja irgendwie, wahrscheinlich kann ich das irgendwie selber machen, man muss das dann irgendwie selber machen. Und hier würde man entweder darauf warten, dass der Händler wieder die gängige Spanplatte mit der Folie drauf hat, oder man würde sich halt auch Folie und Spanplatte kaufen und würde das halt in einer großen Maschine zusammenpressen, quasi wie so eine Sandwichpresse, die dann halt zusammenfährt. Und er hatte das halt alles nicht, er hatte natürlich keine riesen Sandwichpresse, so eine Furnierpresse, sondern hat sich dann, nachdem er den Kleber auf der Spanplatte aufgezogen hat, die Schuhe ausgezogen, ist so lange drauf rumgetanzt, bis keine Blasen mehr und keine Luftpolster mehr drin waren. So, und das sind halt Sachen, da denke ich, sind uns nicht nur die Nigerianerinnen, sondern ja, viele Teile in der Welt einfach irgendwie viel weiter voraus, das Improvisieren. Wir sind zu bequem. Genau, das Denken hat sich einfach irgendwo, in Ostdeutschland hat sich das noch bis 89 erhalten. Und ja, danach ist das halt alles so in eine, wir bestellen mal einen Katalog, Lösung übergegangen. So, ne? Und von daher denke ich einfach, es gibt viel zu lernen. So. Und das andere ist halt auch, dass du nur mit einem, ja, einem Lachen oder einem Lächeln kommst du halt dann häufig nur weiter, also was ich auch in Nigeria gesehen hatte. Und ich mir halt auch vorstellen kann, dass es sehr wichtig ist, denn wenn man halt irgendwo immer nur in Pessimismus oder in Depression irgendwo drin steckt, dann kommt man einfach nicht weiter. Dann kann man diese ganzen harten Lebensumstände, mit denen die Leute dort zu tun haben, kann man einfach nicht so ertragen. So, und mit einem Lachen, ja, hat man halt etwas, worüber, wo man irgendwann drüber steht, über bestimmte Sachen. Und das fand ich auch eine weitere starke Erkenntnis. Neben dem, wie gesagt, dass halt auch Intuition ist halt irgendein Ding, was ich auf Wanderschaft kennengelernt habe. Diese Sache ist halt ein Ding, dass man halt in bestimmten Situationen einfach auch ein bisschen Abstand nehmen muss, nicht so verbissen irgendwie ist wie Kartoffeldeutschen und ja, einfach auch mal sagen muss, ja, dann kommt jetzt hier nur mit Lachen weiter. Irgendwie so, ne?